ein halbes Schwein. Zeige ich euch mal, wie es bei uns drin lacht. Der Bauchlacker ist angelöst. Filetkopf aus dem Beckenknochen herausgeschnitten. Dann schneiden wir an der Bandscheibe das Rückenmark durch. Machen den Filetkopf raus. Schneidet das Rückenmark durch. Und dann haben wir sie schon in der Hand. Die Schulter wird vom Rest des Schweins gelöst. Da haben wir jetzt auf dem Knorpel vom Schulterblatt, der Richtung Hals geht. Dann kommt die Schulter von der nächsten Kollegin da her. Dann haben wir hier Hals, Rücken, Bauch, Filet. Das Filet machen wir gleich aus. Und wird sofort zugeschnitten. Das sind ja bloß zwei Handgriffe. Und schon ist es sauber. Abschnitte weg. Jetzt wird der Bauch vom Karree getrennt. Mit der elektrischen Träge. Bauchkugel rein. Jetzt trennen wir den Hals vom Kotelett. Sieht man ganz schön. Hals und das Kotelett. Und schon ist es da liegt, das Schweinchen.